Ich glaube, die muss ich hochklettern und dann von der anderen Seite den Stein weiter geradeaus schieben, dann wieder hier hinkommen und den Stein nach, ja, geradeaus, dann von dieser Ansicht schieben. Und dann ist er auf dieser Plattform, dann kann ich eine Etage höher und was dann kommt, weiß ich auch nicht mehr. Okay, wo ist der Stein? Boah, ich bin so gut, hier ist er ja. So weiter schieben. Ziehen kann man das ja nicht, ist ja klar, weil sonst würde ich hier in der Wand verschwinden. Das ist eher unlogisch. So. Hinauf. Nein, nicht Action. Hinauf. So. Dann nochmal hinauf. Und wie ich sagte, von dieser Ansicht nach geradeaus schieben. Aufklettern. Mal sehen, was in der... mal sehen, was es uns in der Etage 3 erwartet. Welche Gegner da kommen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bestimmt gleich eine Tür mit dem Schloss muss ja kommen. Ich habe 2 Schlüssel. Okay. Hier geht's lang. Oh, nochmal eine Leiter nach oben. Dann nennen wir das jetzt die 4. Etage. Davon braucht man einen Bogen oder ein Dingsbums, den Schlüssel. Wir benutzen natürlich den Schlüssel, weil wir den Bogen noch nicht haben. Stirb. Alter. So. Number one is dead. Der muss jetzt hier gegenfliegen. Aua. Dieser Sprung ist echt gut, muss ich ehrlich mal sagen. So. Schlüssel Nummer 2 ist nun aufgebraucht und wow! Dieser Korridor ist völlig verdreht. Alter ey, was labert die denn? Das weiß ich doch schon lange. Ich sehe es doch. Ach, auf dem Boden sind Pfeile, das habe ich schon vorher gesehen. Der Korridor ist verdreht, das habe ich auch vorher gesehen. Oh, Navi, Mensch. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Das ist jetzt mal was Sinnvolles gewesen. Aber das weiß ich auch schon. Daher... Oh! Jetzt haben wir keinen Schlüssel mehr. Das war jetzt der letzte Schlüssel, den wir da eingesetzt haben. Und ich glaube, jetzt kommen schon diese blöden Geister. Das heißt, der Bogen ist ganz in der Nähe. Ah, warte. Ich überleg nochmal. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt durch den Gang. Dann müssen wir wieder gegen Skelette kämpfen. Und dann kommt der Bogen und dann müssen wir wieder zurückgehen. Ja, daran kann ich mich sehr gut wieder erinnern. Oh nee. Oh nee, das hasse ich ja. Wenn ich da runterfalle, dann, naja. Warum könnte ich schwimmen? Was ist das denn? Gemein. Oh, kacke, ich bin gleich tot. Wow. Das war doof. Wow, ich will kein Game Over haben, Mann. Scheiße. Lass mich in Ruhe, du Blöder. Ey, wieso schwebt er ja? Das ist doch nicht wahr. Oh, ein Herz. Wow, nicht runter, nicht runter, nicht runter. So. Boss! Das hat doppelt so viel abgezogen, ey. Das gibt's doch nicht. Doppelte Herzen, Game Over. Naja. Das erste Mal, dass wir wirklich richtig gestorben sind. Ja, fällt ja gut an. Verdammt. Och nee. Dieser dumme Tempel. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder... Aber bitte nicht diese Steine verrücken und so ein Scheiß. Also, das gibt's doch nicht. Die Skelette sind ziemlich stark. Stärker als der Endgegner hier. Stärker als Ganondorf, finde ich. Na gut, alles wieder auf Anfang. Fast. Ich muss keinen Schlüssel mehr einsetzen, nicht mehr suchen, aber ich habe das Gefühl, leider die Felsen wieder verrücken. Wenn das der Fall ist, dann... Oh mein Gott, nein. So, der gibt mir, glaube ich, wieder 3 Herzen. Was? Ah doch. Ich stand direkt drauf, wo die respawned werden. Und ja, sie dann bekommen. Der hätte mich fast umgebracht.
Ah, komm schon zurück. Oh, dummes Teil, ey. Ganz ehrlich, ich hasse es. Ich laufe da einfach gegen. Super. So jetzt. Super, Sprung. Haarscharf. Und wir gehen wieder die Leiter hoch. Hoch. Alter, sag mal. Ich hoffe, Navi macht nicht diese doofen Kommentare, die nutzlos sind, weil ich sie schon lange gesehen habe, die Pfeile. Ja, der Stein ist immer noch da. Und das deutet darauf hin, dass die anderen auch noch da sein müssen. Wenn nicht, dann... Nein, nein, die müssen da sein. Ja, da. Super. Dritte Etage sind wir gleich. Ein Moment, und zwar genau jetzt. In der dritten Etage gibt's nichts, also gehen wir in die vierte Etage. So, und jetzt kommen diese...